Hey Leute, weiter geht's mit Let's Play Minecraft. Wir gehen mal eben schlafen, denn es ist Nacht. Ach, stimmt ja, da war was. Ha! Der Dorfbewohner. Lebt er noch? Ich habe gerade zwei gehört. Ist er da oben? Da ist er. Er lebt also noch. Sorry Leute, ich bin gerade. Ich hab in letzter Zeit so viel Stardew Valley gespielt. Und da ist halt auch hier unten die Leiste. Und ich habe halt auch erst mein Schwert. Gut, einen Bogen gibt's nicht. Dann habe ich die Spitzhacke, dann die Axt, dann die Hacke. Schaufel gibt's nicht, es gibt die Hacke. Ich bin gerade voll auf Stardew Valley. Aber okay. Ja! So, jetzt müssen wir den dann natürlich irgendwie rauskriegen. Ich wollte daraus ja einen Bauern machen. Aber dafür hole ich mich jetzt erstmal Erde. Oh, stimmt. Ich hab gerade hier die Steine gesehen. Die Steinziegel. Da gab es ja auch noch was. Machen wir erstmal das. Denn es müsste mittlerweile hier alles durch sein, ja. Und es dürfte hier nichts sein. Eisenerz haben wir hier. Schön. Irgendwo ist hier eine Spinne. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Ach, habe ich das im Test durchlaufen lassen und dann vergessen? Könnte sein. So, Stein haben wir, glaube ich, hier, oder? Ja. Dann würde ich jetzt erstmal runter in unser geheimes Lager gehen wollen. Ja, dann müsste jetzt... Was haben wir reingemacht? Da sind 8. Da müsste jetzt 2 volle Stacks drin sein. 3 sogar, geil. Und hier müsste auch ein bisschen was sein. 4, okay. Geil, Leute, wir können jetzt wirklich alles einfach so einsortieren, was wir wollen. Wir könnten theoretisch die Kohle einsortieren. Und wenn es irgendwann mal voll ist, Leute, wenn irgendwann mal voll wird, zum Beispiel Kohle haben wir sehr, sehr viel, dann wird erst die Truhe hier komplett voll, dann wird der hier komplett voll, dann wird der hier komplett voll und dann wird der hier voll. Und das ist alles noch kein Problem. Das sind alles zusätzliche Speicher. Das ist kein Problem, Leute. Theoretisch könnten wir sogar machen, dass der da hier nach rechts geht und der dann erst dran. Hätten wir sogar noch einen dazwischen geschaltet. Aber egal. Erst wenn der hier auch voll ist und dann der hier da ist, dann ist es ein Problem. Wobei dann auch nicht, weil dann rennt der einfach hier durch, weil er hier nicht mehr runter kann. Wird aber sonst irgendwo runtergerissen. Das heißt, dann kommt der in unsere Truhe oben an. Und dann ist das so ein Zeichen für uns. Okay, das ist voll. Übervoll. Und wir müssen da wieder was rausnehmen. So, aber das funktioniert, finde ich, richtig, richtig geil. So, ich mache hier mal noch nicht zu, denn es könnte sein, dass wir heute ja vielleicht da weiterarbeiten. Das weiß ich noch gar nicht. Oder mache ich zu? Ach, ich mache zu. Und vielleicht arbeiten wir hier nicht weiter und dann müsste ich sowieso zumachen. Ach, da habe ich ja gar nicht erst aufgemacht. Super. So, dann würde ich gerne den Ofen wieder befeuern. So. Die Erfahrungspunkte kommen schön in unsere Ausrüstung rein. Ja, schön. Brustharnisch ist voll und dann ging der Rest noch in die Spitzhacke. So, das tragen wir dann wieder runter. Und dann kümmern wir uns um den Dorfbewohner da oben. Und dieses Mal lassen wir ihn hoffentlich nicht sterben. Dafür brauchen wir Erde. Und die aktuelle Erdetruhe müsste eigentlich hier rechts irgendwo sein. Nö. Ja. Ich nehme mal 3 Stapel mit, damit wir immer genügend Erde dabei haben.
So, wir machen jetzt mal so weit wir können. Wir lassen ihn da rauslaufen. Oder da. Egal, wir lassen ihn hier rauslaufen. So. Und lassen ihn dann hierher. Da geht's nicht. Machen wir hier dicht. So, jetzt mache ich mal. Jetzt haben wir eine Seite. Ich mache mal hier weiter. Denn ich möchte ja. Wobei, eigentlich ist es egal. Er kann hier nirgendwo hin. Nur hier müssen wir dann dicht machen. Genau. So, und jetzt. Ja, schön. Machen wir hier dicht. Dann kann er auch hier nirgendwo hin. Wir machen auch hier dicht. Machen wir hier dicht. Dann kann er hier. Er kann hier nirgendwo hin. Und auch hier nicht. Das heißt, er kommt dann hier nicht weiter. Oh. Wir sollten auch hier noch dicht machen. So. Jetzt kommt er hier nirgendwo hin. Dann machen wir hier dicht. Wir machen hier dicht. Und dann kommt er hier auch nicht hin. Sehr gut. Auch hier haben wir jetzt dicht. Kommt auch nicht hin. So, ich mache jetzt erstmal hier vor der Tür, mache ich erstmal dann Pause. Oder lassen wir ihn erstmal hier runterkommen. Das könnten wir auch tun. Lol. Wir könnten hier erstmal Pause machen. Machen wir mal da oben, da vorne auf. So, jetzt müssen wir ihn nur mal eben retten. Bist du eigentlich schon unter... Ach nein, er ist noch nicht unter runter. Stimmt ja. So, gerettet. Und er geht gleich bis nach ganz hinten. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Moment mal, wie ist der da hingekommen? Wo ist er hin? Ach, da ist er. Bin ich da an ihm vorbeigerannt irgendwie? Nein! Genau, bleibt da vorne. Pech gehabt. So, bauen wir mal da vorne alles ab. So, der muss jetzt nach unten. Irgendwie hat sich das nicht sehr toll an da unten. Dort ist die Schildkröte. Das kann auch weg. Ist der schon unten? Ja, er ist unten. So, du kommst hier nicht mehr hoch. Und wenn doch, dann habe ich ein Problem. So, aber ich komme noch hier runter. Ha! Du bist eingesperrt. So, ich mache jetzt erstmal hier. Vor die Tür das hier, damit er hier nicht rauskommt, so wie der andere. Der kam ja leider raus. Und das war ein Fehler. Machen wir so. Man kommt von dort, kommt man ja auch nicht hier hoch. Das heißt, dann hängt er hier fest. Dann kommt er zwar hier hoch, aber dann hier nicht mehr raus.
Genau, super. Und da kommt er auch nicht raus. Aber ich möchte jetzt mal eben raus. Dabei geht dieser Ertrunkene auf den auf die Nerven. Irgendwo da unten ist ein Baby-Ertrunkener. Ich glaube, der ist schon ewig da und wir kriegen ihn einfach nicht weg. Keine Ahnung, vielleicht ist er sogar da drin im Baum. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es wird dunkel, wir könnten schlafen. Dann könnten wir draußen weitermachen. Fast zu langsam gewesen. So, schön schlafen. So, und jetzt müssen wir draußen den Weg machen. Wow. Kommt schon der erste Creeper, Leute. Sind hier noch andere Gegner? Das ist noch ein Creeper. Und da vorne ist noch einer, aber ich glaube, der despawnt, bevor wir dort sind. Hat er nicht was fallen lassen? Tja, ach da! So, ich möchte meinen schönen Weg hier nicht nochmal neu machen, deswegen werde ich ab hier nur noch so arbeiten. Auf dieser Ebene. Aber ich, damit er hier nicht hochspringen kann, muss ich... Muss ich das hier dicht machen. Dann kann er zwar hier noch hochspringen, wenn er möchte, aber er kommt dann hier nicht mehr weiter. Wegen der Klingel kann ich da jetzt nicht so nicht dicht machen. Er muss also hier runter. So, dann kann er von hier auch nicht mehr so hoch springen oder so. Ist aber, ist da gerade das Huhn runtergefallen jetzt deswegen? Das auch. Und das hier auch? Plötzlich kommen die ganzen Hühner alle frei. So. Ich mag die Musik. Eins noch. Mal sehen, wie weit wir kommen, Leute. Noch.
So, ein paar gehen noch. Ich glaube, hier mache ich dann erstmal Schluss. Dabei geht langsam die Erde aus. So. Sollte reichen. Oh, es ist schon Mittag. Eventuell sperren wir ihn dann da vorne irgendwo ein. Du darfst jetzt raus. Du darfst jetzt raus. So, jetzt können wir hier die Erde wegmachen. Noch ist er nicht weitergegangen. Doch ist er nicht rausgegangen. Darauf müssen wir jetzt warten. Er ist rausgegangen. Wow, verdammt! Es war eine Falle! Verdammt! Es war eine Falle, Leute. So ein Mist. Eigentlich können wir das hier alles wegmachen. Da vorne. Er sagt, ja, jetzt hat er sich da vorne den Beruf geholt. Hast du wenigstens tolle Angebote? Naja. Langsam wird es dunkel, Leute, glaube ich. Verbindung unterbrochen. Ist der Server schon wieder abgeschnitten? Na toll.